Hackbrettspiele verklingen die Töne in die Stille. Die Form ins Formlose. Der Tag verklingt in die Nacht, das Leben verklingt in den Tod. Und so wie der Klang aus der Stille kommt, die Form aus dem Formlosen, so kommt der Tag aus der Nacht und das Leben aus dem Tod. Was wir als Gegensätze erleben, sind zwei Aspekte des Ganzen. Während meinem Studium in Zürich war die Pause eigentlich die Abwesenheit von Musik. Und im Laufe des Lebens habe ich erfahren, dass die Pause eigentlich das Potenzial ist, aus dem die Musik kommt, die Stille. Dann fließt die Musik in diese Stille zurück und kommt wieder aus der Stille. Diese Klangmühle, die ist inspiriert von einer Gebetsmühle, die ich in Himachal Pradesh in einem Kloster 4200 Meter über Meer kennengelernt habe. Dort saß ein Mönch in einer kleinen kapellähnlichen Raum des Klosters und hat von morgens bis abends diese Gebetsmühle angetrieben und Mantras gesungen. Es sind lauter gleichgestimmte Saiten und dadurch entstehen dann durch die Interferenzen entstehen Obertöne. Jeder Grundton trägt je nach Klang Obertöne in sich. Aber wir hören das dann als Klang einer Geige, Klang eines Klaviers, Klang einer Klarinette.